Guten Abend. Heute bei The Taste wird es fuchsteufelswild. Hier ist Victoria Vicky Fuchs. Hallo. Ich glaube, dass Sie Spaß haben werden beim Kochen. Wer hat das Kirschwasser? Glaskalter Champagner. Ein bisschen Sprit, ne? Dim. Ist immer gut. Do the wild thing. Oder auch ein eiskaltes Bier. Und du fühlst dich wild thing. Wow. Get the moves like Jagger. Doch der Spaß vergeht. Ich sag nichts mehr. Der Kampf um den besten Löffel entfacht. Das geht auch nicht. Du musst ja genau arbeiten. Ich hab noch keinen Dill drin. Das mach ich mal eben. Nee, ja? Das machst du nicht. So, scheiß drauf. Bleib hier. Fuck! Was denn? Augen zu, durch, yippie-yay. Letzte Woche kam es zu einem großen Wiedersehen. Hier ist Frank Rosin! Nein! Wir verdichten die los. Der einzige Grund, warum ich heute hier bin, ist, euch wahnsinnig zu machen. Und mit seiner Aufgabe gelang ihm das. Robin, was machst du da eigentlich? Hölle. Im Team Kochen lieferte Team Blau den schwächsten Löffel und Lena musste The Taste verlassen. Scheiße. Lena, es tut mir leid. Nach dem ersten Solo-Kochen, Begeisterung bei den Coaches. Dieser Löffel war eine Sensation. Ich würde davon auf jeden Fall auch noch mehr essen. Doch Yassins Löffel konnte nicht überzeugen. Für ihn war die Reise bei The Taste zu Ende. Du bist außergewöhnlich. Fantastischer Typ. Danke. Sie haben alles richtig gemacht und The Taste eingeschaltet. Einen wunderschönen guten Abend. Wir sind in der 11. Staffel von Deutschlands schönster Kochshow und das sind unsere Teams. Team Rot kommt mit einem der besten Köche der Welt, Tim Raue. Einen wunderschönen guten Abend. Wunderschönen guten sehr. Abend. Man sollte sich hier nicht zu viel darauf einbilden, dass man noch ein volles Team hat. Das kann ganz schnell gehen. Ein mieser Tag, ein Gastjuror, den man nicht versteht und zack, ist die Hälfte des Teams weg. Team Grün kommt mit unserer österreichischen Charme-Offensive. Hier ist Spitzenkoch Alex Gubner. Hallihallo. In die neue Woche starte ich motiviert, zielstrebig und voller Lust und Laune. Team Blau kommt mit einem Weltenbummler in die Arena, der hier schon fast zu Hause ist. Sternekoch Nelson Müller. Frank ist geil. Therese ist eine Waffe. Also Team Blau ist schon stark, obwohl wir nur dreibeinig sind. Und hier ist Team Gelb mit einer Koryphäe, Zwei-Sterne-Koch Alexander Herrmann. Wir sind hier die All-Stars, das heißt nicht irgendwas. Und das heißt auch nicht, dass wir uns hier auf die faule Haut legen können. Also heißt es jede Woche aufs Neue absolut alles geben. Wie fühlt ihr euch? Fantastisch. Fantastisch? Ja. Also, die Stimmung ist noch munter, frisch und frei. Und das ist ja normalerweise bei so einer dritten Sendung auch ganz normal, weil man sich denkt, ach, das Finale, es ist ja noch so weit hin. Was soll schon passieren? Ich fühle mich bisher gut. Warum sage ich das? Ja, warum? Weil auch heute wieder zwei von euch, liebe Kandidatinnen und Kandidaten, nach Hause gehen werden. Ich habe so in die Runde geschaut und habe gesagt, boah, nö, bei mir heute nicht. Das war auch schon das Schlimmste, das ist jetzt raus. Den Rest sehen wir positiv. Wir haben nämlich einen richtig schönen, wilden und lustigen Abend vor uns mit einem zauberhaften Thema. Wir machen nämlich Urlaub im Hotel. Yeah! Yes! Nice! Urlaub im Hotel, geil! Ja, sehr gut. Ich liebe es, morgens lange schlafen zu können und frühstücken, wann ich möchte. Und jetzt ist natürlich die Frage, wer ist unser Gastjuror? Einer, der ein Hotel hat. Ja. Wow. Da gibt es jetzt Dankeschön. Einen extra Applaus. Ja, Alexander Herrmann ist ja unser Professor. Forscher haben in einer Studie enthüllt. Manchmal wirkt das etwas naiv. Oh, das möchte ich jetzt nicht wissen. So wie heute. Kann man das bitte richtig machen? Na. Ja, komm her. Ein scharfes Applaus für Alexander. Also, er ist jedenfalls als Kind schon jeden Tag durch Küche und Hotel des eigenen Familienbetriebes gelaufen. Wer ist denn so Traditionsbetrieb? Heute führt er das Haus zusammen mit der ganzen Familie und zwar schon in der 6. Generation. Hotels
sechste Generation. Er ist sehr regional, aber auch weltoffen. Die Lehr- und Wanderjahre führten zum Beispiel nach Sulzburg zu Duus Steiner, nach Hamburg zu Ali Güngemisch oder ins Schloss Elmau nach Bayern. Keine Ahnung, wer heute kommt. Und wenn ich jetzt nicht ein bisschen gemogelt hätte, dann hätte Tim das schon längst erkannt, denn er ist natürlich eine Sie. Ja, alles klar. Ja. Vicky. Victoria, genau. Sie ist eine der sympathischsten Fernsehköchinnen mit ganz viel Herz aus dem Romantikhotel Spielweg im Schwarzwald. Hier ist Victoria Vicky Fuchs. Yes. Hallo. Grüßi. Die Vicky ist super. Die Vicky ist die Zukunft der weiblichen Gastronomie. Ich bin die Victoria Fuchs aus dem Romantikhotel Spielweg im Münstertal. Wir führen das jetzt hier in der sechsten Generation seit 1861 und wir arbeiten und leben alle unter einem Dach. Wenn man als Gast in den Spielweg kommt, ist es so, dass es ist extrem familiär. Es ist, ich sage immer, so ein bisschen am Ende der Welt und wunderschön, weil man kommt einfach hier hin und man soll sich ein bisschen zu Hause fühlen. Die Küchenphilosophie ist eine gute Frage. Die ändert sich auch immer mal wieder. Wir arbeiten total mit der Natur. Was ist gerade saisonal? Was schießen wir? Was hat Jagdzeit? Wie sind wir gelaunt? Da geht's echt wild zu. Wir haben einen guten Twist drin zwischen regionalen Produkten, zwischen Wildprodukten und verarbeiten die so, dass wir sie manchmal mit den Aromen nach Thailand schicken, machen auch Wildschwein-Dimsum zum Beispiel. Ich war schon zweimal als Gastjurorin dabei und bin Fan, ja, Fangirl. Hallo ihr alle. Ja, moin. Und es liegt natürlich ganz nah, dass du hier bei uns bist mit deinem wunderschönen Hotel. Gut. Man denkt ja im ersten Moment, ach, Essen im Hotel, das ist ja meistens Frühstück und Abendbrot. Aber da steckt ja noch eine ganze Menge mehr dahinter. Es gibt ja reichlich viel mehr Momente. Wir haben Frühstück, es gibt einen kleinen Lunch, manchmal auch am Pool liegen, weißt du, wenn wir zwei da liegen und ein Hungerchen kriegen. Oder abends haben wir natürlich Veranstaltungen. Hochzeit, Geburtstage, Trauerfeiern, Taufen, pop. Was steht auf den Losen? Und das sind eben diese unterschiedlichsten Genussmomente. Wir fangen an bei der wunderschönen Wanderung, gehen dann über zum Snack am Pool. Eine Hochzeit gibt es auch. Also das tolle Hochzeitsmenü. Und Kaffee und Kuchen. Scheiße. Kaffee und Kuchen lieben doch alle, oder? Hör doch auf. Ja, toll ist das. Wahnsinn. Jeder Koch hasst's, aber alle Gäste lieben es. Und wir sind im Hotel. Sorry, wir können uns nicht nur aussuchen, was wir machen wollen. Deswegen habe ich kein Hotel. Ja. Wenn ihr euch jetzt gleich hinter die Herde stellt, dann versetzt euch bitte gedanklich wirklich in den Schwarzwald. Kocht regional für Gäste, die im Schwarzwald Urlaub machen. Jawohl. Gut, gleich, wenn die Vicky uns verlassen hat, wird jeder Coach für sein Team ein Los ziehen. Nur nicht diese Dann habt ihr 60 Wanderung. Minuten Zeit, um genau das zu kochen, was ihr auf den Losen findet. Danach sucht jeder Coach einen Löffel aus, den er zu dir schickt, liebe Vicky, weil dann wollen wir von dir wissen, welches ist der beste Löffel, welches ist der schwächste Löffel. Das Team, aus dem der schwächste Löffel kommt, verliert direkt einen Kandidaten oder eine Kandidatin. Das Team, aus dem der beste Löffel kommt, freut sich, denn es gewinnt dich als Joker im Solo-Kochen. Und der Koch oder die Köchin des besten Löffels freut sich, denn er oder sie ist safe in der nächsten Sendung. Und weil wir heute Luxusurlaub im Hotel machen, gönnen wir uns doch noch einen kleinen weiteren Luxus. Wir haben nämlich noch eine Zugabe. Oh. Der Koch oder die Köchin des besten Löffels gewinnt nämlich einen nagelneuen Samsung Family Hub Kühlschrank mit Beverage Center. Oha. Er bietet jede Menge Platz für eure Lebensmittel, aber er hat auch noch ein paar extra Funktionen. Ihr könnt nämlich zum Beispiel von unterwegs sehen, was noch im Kühlschrank ist. Ihr könnt am Touchscreen Rezepte online suchen. Ihr könnt Musik abspielen und ihr könnt sogar Fernsehsendungen streamen. Dazu habt ihr noch jederzeit Zugang zu frischem, gefiltertem Wasser im Beverage Center. Also wenn das nichts ist, oder? Wow. Ja. Wow. Richtig geil. So ein Kühlschrank, der kann Musik abspielen. Also da braucht man keine Musikbox mehr in der Küche. Du drückst auf den Knopf, deine Lieblingsmusik läuft. Das macht doch Motivation zu kochen, oder? Dann hast du jetzt ein kleines Päuschen. Ich wünsche euch viel Spaß. Vicky Fuchs, tschüss. So,
und damit die Spannung nicht noch mehr steigt, holen wir jetzt Dominik mit den Losen. Und wir starten von links nach rechts. Alexander, du darfst anfangen. Ja. Es wird... Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir bringen die Wanderung auf dem Löffel. Oh. Die Wanderung. Okay, hier fallen einige Steine von Herzen. Freut ihr euch über die Wanderung? Es gibt so Dinge, die sind zu akzeptieren. Das tue ich auch hiermit. Robin, der hat schon eine gute Idee. Genau. Wir machen eine schöne Hochzeit. Komm. Und? Da, 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 oh, es geht an den nice. Nice. Mittags am Pool. Mittags am Pool, ja. Mittags am Pool. Also mein Vater ist ein Schwimmlehrer. Ich habe extrem viele Mittags am Pool auch im Hotel verbracht. Dann darf Team Grün jetzt ziehen. Die Hochzeit oder Kaffeekuchen? Ich würde das jetzt gerne ein bisschen in die Länge ziehen, weil der drüben schwitzt gerade richtig. Tim, Kaffeekuchen. Boah, fuck you, ey. Bei mir kommt immer der größte Feind. Kaffeekuchen, 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 Kaffeekuchen! Hochzeit. Hochzeit! Oh, es wird geheiratet. Es kommt Romantik auf im Team Grün. Ja, also Hochzeit ist natürlich das Produkt, wo man gefühlt aus dem Vollen schöpfen kann. Hochzeit. Tolles Los. Hatte ich erst vor 5 Monaten. ja, da denke ich sofort an meinen wundervollen Tag in meinem Leben. Und jetzt bitte kurz ein Schwenk auf heraues Gesicht. Die Überraschung ist groß. Wir wissen natürlich, was darunter ist. Hochzeit! Hochzeit! Wow! Zweimal! Es hat mir geschwant und es ist Wirklichkeit geworden. Aber ich bin die größte Pfeife hier in dem Team, was das Backen angeht. Ich denke, alle 4 sind deutlich besser, engagierter und dementsprechend kann ich jetzt eine Runde Kaffee und Kuchen vertragen. Ja, bei Kaffee und Kuchen ist mir leicht schlecht geworden, weil ich kann überhaupt nicht backen. Also meine Kinder sagen immer, wenn ich sage, soll ich mal Kuchen backen, auch... Muss jetzt nicht. Es geht ins Hotel und zwar im Schwarzwald. Liebe Coaches, ab auf eure Kanzeln. Ihr bekommt natürlich 5 Minuten Beratungszeit und die starten genau jetzt. So. Eieiei. So. Also. Also, wie gesagt, ich finde schon mal Club Sandwich cool. Das finde ich sehr gut. Das finde ich sehr gut. Ich wusste eigentlich schon, wie wir es losgezogen haben, dass ich gerne ein Club-Sandwich machen möchte, weil für mich ist das so ein Pool, ein Klassiker. Wir können auch keinen Mini-Burger machen. Ja. Mini-Burger? Oh, ja. Oh, das ist eine geile Idee. Die einzige Ding ist, das ist eine geile Idee. Hier setzen wir den Bun. Mach doch ein kleines Tramezzini. Pilze à la Creme? Ja. Für eine geile Soße, eine geile Schühe. Das Kalbsfilet in den Mandel. Also wie Filet, gut. Wir müssen jetzt deutlich mehr Gas geben. Es gibt nur noch 3 Löffel zur Entscheidung. Das wird auch für Alex anstrengender, für uns auch. Roast Beef, 3erlei Zwiebeln, Kartoffelpüree, Spohne, Schreckmantel. Ja. Das ist klassischer. Ja, also Roast Beef ist klassisch Ding. Ich möchte noch nicht heiraten, aber für die Hochzeit kochen möchte ich, weil das sehr festlich ist. Schöne Produkte, das macht man nur einmal, dann vielleicht nochmal bei der Scheidung. Also das kann man schon machen. Bist du noch bei Schwarzwälder Kirsch? Die BIA? Ich hab so einen Schokotalboden. Ja, ist gut. Ja, wunderbar. Und Sabine ist ganz klar Schwarzwälder Kirsch. Und es geht bei Vicky natürlich darum, das muss Substanz haben, ne? Das muss Herz haben, das muss Liebe haben. Ich würde einen Crumble machen, auch lauwarm. Ich muss mal gucken, was an Kirschen sind, glaube ich, keine da. Was meinst du mit Crumble? Dass du Streusel, ja. Tralala. Ja. Es muss aber Kaffeekuchen sein. Also du brauchst auf jeden Fall auch einen Boden. Tim mag backen überhaupt nicht. Was uns natürlich die Chance gibt, dass wir auch so ein bisschen selbst unseren Löffel da kreieren können. Wir brauchen Gurken. Genau, Essiggurken. Ja. Meerrettich. Ja. Oh. Ja. Irgendwas zum Aufschmieren auf Boden. Meerrettich. Wir haben auch Schweinefilet. Man könnte das so mit Zwiebeln. Also kalter Braten. Ja, kalter Braten. Zwiebeln gepickelt oder so. Ich schreibe mal kalter Braten auf, ja? Ja. Okay. Irgendwas mit Ei vielleicht Radieschen, auch. Radieserl. Wanderung ist natürlich eine Festspeck, Brotzeit und Co. Alles, was in den Rucksack passt, was man unterm Arm klemmen kann, was im Schulranzen passt. Die Beratungszeit ist vorbei und eure Kochzeit beginnt jetzt. Alles nach vorn holen. Ahu. Hast du
die Wachteleier schon? Ja, die hab ich. Die kannst du, ich brauche davon nur 4. Juhu, Wanderung. Ja, wandern. Ich wandere nicht. Eigentlich wandert man los. Ich setze mich ins Taxi und fahre mit dem Taxi dahin, wo ich hin möchte. Auf eine schöne Berghütte und dort gibt's dann was Schönes zu essen. Jausa Gedönse. Etwas, wo man hineinbeißt. Brot mit Käse. So, Leute, los geht's. Ich hätte vielleicht ein Sandwich. Sandwich. Das ist Englisch und passt zum Beispiel zu dem Wort Pool. Och, Robin, mein Schatzi. Wandern, Brotzeit. Jetzt schau mal her. Ja, der Robby kann nicht wandern, das ist ja klar. Klar hat er keine Idee, aber ich hatte ja vorhin schon eine Idee. Was ist das Allerbeste, was du kannst? In die Richtung Ceviche. Also meine Idee werde ich jetzt einmal gleich dem Robin anbieten. Schauen wir mal, ob es dann auch seine Idee wird. Ich würde Folgendes vorschlagen. Pass auf, ich zeichne den Löffel gleich auf, okay? Wir machen Schwarzwälder Schinken, dann gehen wir her und streichen da ganz dünn. Meerrettich? Meerrettich. Ganz dünn, nur ein bisschen. Dann streuen wir hier Panko-Brösel? Panko-Brösel hin. Die du so gut kannst. So stylen wir quasi das klassische Ceviche um in eine Wanderungsbrotzeit. Und da hat er genau meinen Nerv getroffen und da wusste ich auch sofort, was damit anzufangen. Okay, let's do it. Ja. Im Teamkochen koche ich heute eine Art Schinkenroulade, die gefüllt ist mit einer Meerrettichcreme. Brotbröseln, die in Nussbutter angeschwitzt wurden, sauren Gurken. Dazu gibt es eine Schalotten-saure Gurken-Vinaigrette mit gehobelten Eiszapfen und Meerrettich obendrauf. Wenn du diesen Löffel so fantastisch umsetzt, wie ich ihn sehe, bist du, Stand jetzt, wo wir noch 54 Minuten Zeit haben, bist du da. Da war ich sehr, sehr glücklich, dass ich da einen Coach hinter mir stehen habe, der an mich glaubt, der mich machen lässt, aber trotzdem ganz klar eine Richtung vorgegeben hat, wie es am besten laufen soll. Du weißt, Robin, dass wir jetzt alles in diesen Löffel alles reinlegen, was du bist. Es ist dein Stil. Mach es sensationell, so wie du bist. Ich finde das Thema Wanderung cool. Natürlich wäre vielleicht eine Hochzeit, jetzt könnte man noch ein bisschen mehr aufkochen. Aber das macht die Challenge aus bei The Taste, ne? Mal mit Sachen zu kochen, wo man eigentlich nicht so viel Plan hat. Also ich finde es super. Im Teamkochen koche ich so Schinkenröllchen gefüllt mit Meerrettich und Brotbröseln. Dazu gibt es so ein Brotgewürz, Staub und unten drunter eine schöne Vinaigrette aus Eiszapfen, Essiggurken und Schalotten. Aber hoffentlich, wir kommen alle durch. Also das Team ist heute, steht an oberster Stelle und danach kommen die Sterne. Ja, es ist gar nicht so lange her. Die Hochzeit von mir. Natürlich, ein Tag, der ist einmalig. Und den wollte ich unbedingt auf den Löffel bekommen. Ja, viel gedanke ich bei meiner Frau jetzt. Für was sind die zwei Teller da? Das ist einmal für Pass und einmal für die Schü. Alright. Im Teamkochen gibt es bei mir eine Kalbsfilet im Tramazzini-Mantel mit einer wunderbaren Pilzdüchsel, dazu eine Thymian-Schü und die leckeren Bratkartoffeln. Tramazzini wird nicht so oft zum Fleischgarn verwendet. Also der Klassiker kommt eigentlich aus der französischen Küche und heißt Filet Wellington. Das wird aus Blätterteig gemacht. Aber das ist unheimlich schwer, weil dieses Produkt im Ofen bei hoher Hitze gegart werden muss und der Blätterteig auch sehr schnell einfällt. Tramazzini ist einfach der sichere Weg, aber gibt so dieses noch knusprige Aroma eigentlich in diese ganze Packung rein. Ich versuche jetzt eine schöne Thymian-Schü zu machen. Soße ist immer schwer. Soße braucht wirklich sehr, sehr lange. Sagen wir mal, über 2 Tagen koche ich eine schöne braune Soße. Jetzt haben wir 60 Minuten Zeit. Jetzt muss man natürlich alles bewegen, dass es schnell funktioniert und eine schöne Soße hat. Heute Löffel rausschicken, dann zu einem goldenen Stern noch. Noch ein Kühlschrank für die große Family, die wächst ja jetzt langsam. Das wäre natürlich sehr genial. Sehr, sehr schön. Ich werde mich heute mal ans Fleisch machen. Letzte Woche war ja noch vegane Küche und heute komplettes Gegenteil. Jetzt fühle ich mich wohl, jetzt bin ich in meinem Element. Bei mir gibt's heute ein Roast Beef, sous vide gegart. Mit Portweinschalotten, einer Cognac-Rahmsoße, Kartoffelpüree und Speckböhnchen. Wie lange brauchen die Böhnchen, wenn ich die jetzt... Die Böhnen, die lass mich einfach probieren, aber die müssen schon... Achtung, gut gesalzen, ne? Ja, aber das war jetzt... Alter.
Die Schwierigkeit beim Hochzeitslos ist tatsächlich, dass man hier Struktur behält. Geht. Und nicht zu viel macht. Weil nur weil es ein Hochzeitsmenü ist, heißt es nicht, dass wir jetzt plötzlich 12 verschiedene Dinge nachher auf den Löffel bringen müssen, sondern wirklich immer noch fokussiert bleiben. Und das ist, glaube ich, heute die Krux an der Sache. Ich vakuumiere jetzt erstmal ein Roastbeef ein. Dann kann das nämlich schön ins Sous-Vide-Bad. Und dann habe ich das schon mal erstmal aus dem Kopf. Ist wichtig, Fleisch läuft dann. Da kann ich mich um die Sößchen kümmern. Du musst viele Leute glücklich machen. Deswegen finde ich zum Beispiel diese Roastbeef-Variante von Jan sehr gut. Und du willst natürlich aus dem Vollen schöpfen, ja? Also ohne, dass du das Budget irgendwie sprengst. Butter, Butter. Wichtig wäre mir, dass du ein bisschen meinen Drive findest. Komm schon. Bleib ruhig, bitte. Du bist mir zu hektisch heute. Atme durch, das wird schon. Tim hat ja 4 Kandidaten noch. Und wir sind alle sehr viel am Rennen. Och, leck mich doch am Arsch. Danke. Brauner Zucker. Tim mag kein Chaos. Und wenn er dann aber sagt, Yvonne, du bist mir ein bisschen zu hektisch. Message verstanden. Kurz runterfahren, weitermachen. So. Im Teamkochen mache ich einen gedeckten Ruhig bleiben. Im Teamkochen mache ich einen gedeckten Kirschkuchen mit Vanillecreme, einer Schlagsahne und karamellisierten Kaffeebohnen. Ich bin keiner, der groß Desserts kann, aber ich mag es ganz gern, mal zu backen, ab und an, zu Hause, nicht professionell. Wenn ich einen Kuchen haben möchte, dann gehe ich zu meiner deutschen Oma, die macht den besten. Was macht sie am allerbesten? Komm, Vicky. Immer beim Kochen quatschen, nicht umgekehrt. Ja. Nicht quatschen und ein bisschen kochen. Im Teamkochen mache ich einen gefüllten Blätterteig mit einer Mandel-Apfel-Creme, einem gesalzenen Karamell und karamellisierten Äpfeln. Das ist Heimat, das ist warm, das fühlt sich gut an. Was will man mehr? Ich backe nicht gern, weil es meistens bei mir in die Hose geht. Der Unterschied zwischen Kochen und Backen ist, dass du dich beim Backen wirklich ans Rezept halten musst. Beim Kochen hast du jede Freiheit. Und das ist bei mir die Schwierigkeit. Wenn da steht 3 Gramm Backpulver, muss da 3 Gramm Backpulver sein. Und das hasse ich. Bei mir gibt es heute eine dekonstruierte Schwarzwälder Kirschtorte mit einer Creme Fraiche Creme und einer aufgeschlagenen Sahne. Im Schwarzwald mag man halt gerne keine Schokotarte, sondern man mag gerne ein Biskuitboden zum Schwarzwälder Kirsch. Und deswegen versuche ich jetzt einfach mein Glück. Ich habe halt Eier aufgeschlagen, ganze Eier. Ich habe nicht den Bohau gemacht, Eischnee extra aufzuschlagen. Also du musst halt einen luftigen Teig, der halt genug Luft eingearbeitet hat, haben, den du dann ganz vorsichtig auf dem Backblech streichst, damit der auch richtig schön aufgeht, locker und flockig und fluffig wird. Ja, ich bin total neidisch, ey. Was hätte ich gerne am Pool? So ein richtig geiles Sandwich gemacht mit Schwarzwälder Schinken. Oh, das wäre Mir geht's ganz gut. Wenn ich auf einem entspannten Wellnessurlaub bin, dann liege ich mittags schon auch gern mal am Pool und lass mir's gut gehen. Meine Stimme ist ein bisschen heiser vom Feiern. Trink vielleicht einen Spritzer. Na, Spaß. Und feier das Leben. Was machst du jetzt? Ich mach jetzt gerne mal die Mayo. Ja, schön. Geil. Schöne Mayo finde ich geil. Ich weiß nicht, soll ich normales Tramezzini nehmen oder so? Ich glaube, ich würde so wegen Schwarzwald und Sauerteigbrot nehmen. Bei mir gibt's ein klassisches Club-Sandwich mit einer Chili-Mayo, Salat, Tomate, Gurke, ein Hähnchen, ein Wachtelspiegelei und einen Schwarzwälder Schinkenspeck. Ich bin wieder auf Sternejagd. Die Vicky hat ja auch extra betont, dass es auch regional sein soll. Deswegen habe ich mir auch ein Bauernbrot geschnappt statt einem klassischen Tramezzini. Einen Schwarzwälder Schinken habe ich mir geschnappt. Ich finde mittags am Pool super. Ich bin zwar nicht der ins Wasser gehe, weil das muss dann schon 30 Grad haben. Ich bin eine sehr verfrorene Mimose. Aber Essen am Pool finde ich auch sehr fein. Glaskalter Champagner oder auch ein eiskaltes Bier. Und dazu ein wenig ungesundes Essen passt doch super. Bei mir gibt es heute einen Caesar Salad mit frittierten Kapern und einem gefüllten Hühnerflügel mit einem Scampi. Und fertig, das ist es. Einfaches, dreckiges Essen auf dem Löffel. Wenn man mich am Pool sieht, dann bin ich sehr muskulös. Mit einer perfekten Figur springe ich dann mit dem Körper rein und tauche dann aber auch wirklich auf wie Michael Phelps. Und ja, so kann man sich
mich am Pool vorstellen. Hier mag ich erstmal mein Burger Patty. In Team Kochen koche ich heute einen Burger. Das wäre ein Patty von Kalbsländer und Bacon dazu. Wir haben Mozzarella dabei, Tomate, Salat, Cornichons, bisschen Brunnenkresse, ein Burgersauce und außenrum ein paar sehr kleinen ausfrittierten Pommes. So, next up, Tramezzini, Bro. Machst du, damit machst du mit dem Tramezzini den Burger, sozusagen, genau, ne? Ich probiere mal im Ofen mal aus mit dem Eigelb oben drauf, dass es dann braun geht wie der Burger. Wenn es nicht, dann backe ich es in Butter auf. Ja, vielleicht kannst auch du ein bisschen Sesam draufstreuen oder so, dann, weißt du? Damit love it, super, ne? Idee. Mhm. So, Mr. Tramezzini. Also, ich gehe im Kochen sehr entspannt rein. Ich mache Burgers jeden Tag in meinem Laden. Ich mache euch einfach den geilsten Burger in der Stadt.